Dummes TV. So, damit hallo und herzlich willkommen zur letzten Ausgabe von Dult TV. Und es ist wirklich unglaublich, dass wir heute uns ein bisschen verspätet haben. Aber ich muss sagen, das lag eigentlich so ein bisschen an dem, man eine Kollegin von dir, die Jessica, hat mir mal erzählt, sie ist ja immer relativ sauer, wenn die Spieler so ein, zwei Minuten später zum Interview kommen, weil ja alles live ist. Jetzt hast du dich auch ein bisschen verspätet. Was ist deine Ausrede? Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, der alte Mann mit der Mütze, Pierre, den du mir beschrieben hast am Eingang, ja, der war gerade auf Toilette. Ach so, dann bist du einfach durchgefahren. Nein, deswegen musste ich warten, ja, und die strengen Securities, die haben mich natürlich nicht durchgewunken, obwohl ich gesagt habe, ich bin über fünf Ecken mit dir verwandt. Es hat nichts gebracht. Sieht man ja auch irgendwie so ein bisschen. Der junge Mann, das ist, ja, wobei, dieser Mann, das ist Stefan Hempel, den kennt man auf jeden Fall hier aus Regensburg, vielleicht noch auch tatsächlich aus dem Radio bei Gong FM. Da haben wir uns aber gar nicht kennengelernt eigentlich so wirklich, ja, da war ich noch gar nicht da. Da warst du Praktikant, ja? Nee. Ich bin kurzzeitig ja schon mal rausgeflogen, bin dann wieder gekommen. War ich nicht derjenige, der dich wieder zurückgeholt hat, trotz vieler Widersprüche? Ja, so irgendwas in der Richtung war. Und jetzt bist du Moderator bei Sky, triffst jedes Wochenende so richtig krasse Bundesliga-Stars. Wer ist denn so der Unangenehmste? Der Unangenehmste? Puh. Das kommt darauf an, ja, wenn jemand auf Fragen unangenehm reagiert, das kann jeder eigentlich sein, aber eine spezielle Person gibt es eigentlich nicht. Apropos unangenehm, kommen wir zu Alex Bosch. Nein, Spaß. Das kann ich mir gar nicht aufschreiben. Fitness-Ikone und Fitnessmodel mit über 50.000 Followern bei Instagram. Wie kam das alles zustande? Also ich habe mir das echt mal heute durch den Kopf gehen lassen und ich habe echt festgestellt, dass es das wirklich an dir lag. Weil als wir zusammen auf Malle waren, da hattest du eigentlich alles zu seinen Lauf. Nichts von Malle erzählen. Okay. Ich habe im Lotto gewonnen und dann hast du ein paar Follower gekauft und abging's. Genau, dann habe ich Follower gekauft und dann ging's los. Nee, Spaß, wir können schon erzählen, es ist ja nichts Schlimmes, was auf Malle passiert ist. Nee, also wir waren, ich weiß nicht, wer die Story noch nicht kennt, wir waren mit Pierre auf Mallorca und dann ging es halt ein bisschen wild zur Sache überall. Und dann waren wir mit der Michaela Schäfer Backstage ein bisschen feiern und dann kam eben ein ProSieben-Reporter war das. Nicht tough, dazu kommen wir später erst. ProSieben-Rekorder kam dann auf mich zu und hat gefragt, ob ich modeln will oder ob ich das schon mal gemacht habe. Und ich dachte mir so, noch nie darüber Gedanken gemacht, aber wieso nicht? Und dann kam irgendwie eins zum anderen und... Und jetzt bist du ja relativ erfolgreich als Instagram-Model. Kann man davon leben? Was heißt denn erfolgreich? Also ich sag mal so, es gibt immer viel krassere Leute und es gibt viel, viel erfolgreichere Leute. Aber ich sag mal so, man kann davon leben. Kommt auf deinen Lebensstandard an. Also nein. So. Kommen wir zu Sven Gold. Du kennst das Mikrofon auch, also jetzt nicht das Dult-TV-Mikrofon, aber generell das Mikrofon ganz gut. Du bist Reporter bei TAF, spielst aber auch tatsächlich die ganzen Social-Network-Kanäle von TAF. Wie kam es dazu? Weil du bist ja eigentlich ein Erlanger Bur und jetzt bist du mitten in der Medien-High-Landschaft von München. Ja, tatsächlich komme ich aus Erlangen und bin dann vor 5 Jahren, jawohl! Jawohl! Zwei Franken hier. Die Franken, das habe ich nicht geplant. Warst du schon back? Na, war ich noch nicht. Ja, die Bergkirchweih, ne? Das ist eigentlich das wahre Fest, muss man sagen. Nein, das ist Dult. Vor allem, da ich ja der Host der Show bin, kann ich ja beide jetzt rausschmeißen lassen. Ja. Heute ist leider noch ein Gast da. Das wahre Fest ist die Dult. So. Und Wiesen vielleicht. Ja. Dult. So. Ihr könnt ja weiterreden. Deswegen. Achtung. Hey, Pocahontas. Jetzt muss auch was sagen. Ja. Jetzt bist du live. Ja. Magst du jemanden grüßen? Ich grüße meine Mutter und Andi Winter und Melanie Okay, danke schön. So, nein, jetzt kannst du bitte wieder gehen. Weiter. Nein. Jetzt, danke schön. Wenn es voll ist, gehst du an. Okay, so, wir waren bei dir stehen geblieben, Sven. Das ist ja einfach immer das, wenn man live ist und da passieren ja alle möglichen... Ja, das ist kein Problem. Ja. Was ist hier schon live passiert? Boah, einiges. Ich kann das gar nicht so zusammenfassen. Es passiert natürlich live, wie du siehst, immer irgendwas. Aber wie du es so schön machst, man ignoriert das einfach gekonnt und macht einfach weiter. Ganz professionell. Man versucht es zumindest, solange dir irgendwie nicht ein Finger ins Ohr gesteckt wird oder sonst irgendwas. So, wir sind jetzt dann gleich wieder zurück bei Dult TV. Sag mal, deine Mama ist nicht stolz, wenn du dich so verhältst. Kannst du bitte gehen? So, das ist wirklich unglaublich. So, neu bei Dult TV auch Raucheinlagen. Wir haben keine Kosten und Mühen gescheut. Melden uns gleich wieder aus einer sicheren Perspektive im Zelt. Und dann sind wir gleich wieder zurück hier bei Dult TV. Bis gleich. Thank you.
So, wir sind jetzt wieder live aus dem Glöckelzelt hier zu Duld TV zurück und ich möchte die drei Herren hier heute Männerabend mal vorstellen. Zu meiner Rechten steht Sven Gold, Reporter bei TAF, zu meiner Linken Reporter bei Sky und links, ganz links Reporter bei Instagram, Alex Bosch. Schön, dass wir... Tatsächlich gibt es also Instagram. Ja. Du bist auch bei Instagram? Nein. Doch? Nein. Doch, also jemand hat... jemand. Sein Fake-Profil. Ehrlich? Ja, ja. Wird jetzt aber demnächst wieder gelöscht. Da steht ja sogar, das ist der offizielle Account von Nein, Stefan Heppel. Nein, da ist ein Häkchen dran. Und ich hab's noch verlinkt heute. Was? Ja, ich auch. Böser Fehler. Ja, aber im Text steht, dass es offiziell ist. Ja, ist aber nicht. Skandal. Okay, das werden wir gleich wieder löschen. Falsche Fährte. Was ist dir schon mal so passiert vor laufender Kamera? Und da wollen wir erstmal trinken, gell? Wir haben jetzt alle hier Bier in der Hand. Ja, sagen wir erstmal so. Das ist wie bei Ina Müller, wir können uns hier komplett zuschütten. Verdeckst mittlerweile was, Pierre? Früher war das ja anders. Ja, früher hat man wirklich. Früher nach einem Bierchen hat man mich ins Eck stellen können. Ja, genau. Das war die Show zu Ende. Ja. Aber gab es mal irgendeine Riesenpanne in deiner Sky-Zeit, wo du gesagt hast, so, das ist mir tatsächlich ein bisschen peinlich? Technisch oder inhaltlich? Inhaltlich, natürlich. Weil die Technik können wir ja nicht. Ja, inhaltlich kann ich mir jetzt gar nicht so an die großen Pannen jetzt irgendwie erinnern, aber Erlebnisse auf jeden Fall. Ich habe jetzt zum Beispiel am Sonntag vor einer Woche in Nürnberg eine Bierdusche bekommen. Weil, das habe ich gesehen, ja. Weil der Club ja Gott sei Dank wieder in der Bundesliga ist. Ne? Und das war natürlich schon klebrig, aber ein Riesenerlebnis. Du bist ja Nürnberg-Fan, machst ja auch eigentlich keinen Hehl draus, oder? Naja, also Fan. Naja. Ja, mit der Zeit. Ich war früher mal Stadionsprecher in den 90er Jahren beim Club. Ich habe aber auch ein großes Herz für Jan Regensburg, weil ihr werdet ja auch von einem Mittelfranken trainiert. Ja, die Franken sind hier in der Oberpfalz. Achim Bayerlautzer in Regensburg Trainer und in Erlangen geboren. Aber der klingt nicht wie ein Franke, Gott sei Dank. Ja, ein ganz netter Kerl auf jeden Fall. Da hätte man wieder Erlangen ins Spiel gebracht. Ne? So, da kommen wir auch noch später drauf. Aber ist es für dich nicht manchmal schwierig, wenn du sagst, du kommentierst jetzt zum Beispiel Nürnberg gegen den HSV geht ja nicht mehr, aber jetzt hier Nürnberg gegen... Fürth? Ja. Ja, nee. Das ist dann schwierig für dich, oder? Nein, es ist ganz leicht, weil du weißt ja selber, wie es ist. Das, was man am meisten liebt, ne, da ist man ja am kritischsten. Okay. Und deswegen ist es, glaube ich, gar nicht so, wenn die gut spielen, spielen sie gut. Und wenn sie schlecht spielen, bin ich meistens noch kritischer als wie beim x-beliebigen Verein. Jetzt müssen wir mal über den Berg reden. Wir reden. Ja, danke. Wahnsinnig interessant auch. Sven. Ja, natürlich. Ja, du bist da. Du warst vor kurzem auf einer Kreuzfahrt. Ja. Nicht privat, sondern bei der World Club Cruise. Ja. Was war das Schlimmste, was du gesehen hast? Boah, also da gab es einiges. Es war ja wirklich so ein Partyschiff im Mallorca-Style. Und das ist wirklich, Partyschiff an sich, kann man schon sagen, ist verrückt. Aber wenn es dann noch im Mallorca-Style ist, kannst du dir vorstellen, du warst ja selber letztes Jahr dort, du weißt ungefähr, was da abgeht. Also das Schlimmste, also wir sind natürlich mit der Kamera natürlich überall hingestürmt, haben geguckt, was passiert und haben geschaut. Wir hatten aber teilweise Leute, der eine hat einen Schottenrock an, ja, hat den vor laufender Kamera einfach hochgezogen. Und war nichts drunter. War nichts drunter, wie sich's gehört. Also gar nichts. Also hatte er eine Mumu? Nee, es war ein ganz normaler Mann.
Ja, und ich habe gedacht, ich muss da ganz journalistisch... Ich dachte, ich dachte, weil du sagst gar nichts drunter, dass einfach das Geschlecht weg war. Ja, es war schon noch vorhanden. Ich tropfe. Es war schon noch vorhanden, aber ich habe gedacht, ich muss natürlich journalistisch hinterfragen, ob der tatsächlich, wenn er schon einen Schottenrock trägt, ob da was drunter ist oder nicht. Aber er hat mit in aller Ehre den Schottenrock... Schau mal, das sind deine Fans. Ja, hallo. Hi. Hi. Wie geht's euch? Sau gut. Sau die geile Feier hier. Ja, wow. Okay. Sind es deine Schwestern? Ja, sieht man doch. Wir sind Geschwister. Ah, ja. Ja. Und unsere Eltern auch. So, Spaß. Das ist der dauert ein bisschen. Die sind zu jung für sowas. Ja, oh Gott, da krieg ich jetzt wieder Ärger. Ja, gut. Alex, was war für dich so der Punkt, wo du gesagt hast, ja, ich probiere das mal mit dem Instagram und ich schau mal, ob das funktioniert? Also, es fragen mich ganz viele Leute, komischerweise, aber ich muss dazu sagen, es hört sich ein bisschen komisch an, aber ich habe das gecheckt, wirklich das gecheckt, was die Leute sehen wollen, nachdem ich das erste oben ohne Bild hochgeladen habe. Das hört sich zwar jetzt blöd an. Das ist der Pierre von Vanhoofen oder so, gell? Absolut. Ja, ja. Aber oben ohne, da kommen wir jetzt gleich um die Ecke. Ja, das ist wirklich. Apropos oben ohne, ja. Kennt ihr Alex Bosch? Ja, geht voll klar. Was hast du gesagt? Geht voll klar, hat sie gesagt. Okay, alles klar. Nee, aber gesagt. Nee, tatsächlich. Ich glaube, es ging wirklich, also es hört sich blöd an, aber ja. Es ging los mit dem ersten oben ohne Bild und dann. Also, Sex ist eine Sexseite, die du betreibst. Mama, nein. Andere Leute. Auch nein. Ich stelle mal kurz hier mein Bier ab, weil das ist nämlich ein bisschen blöd zum Halten die ganze Zeit hier. Nein. Mit der Karte zusammen. Ich habe nicht so viel Kraft in den Fingern gerade noch. Man entwickelt halt irgendwie so seinen eigenen Stil heraus und irgendwann kristallisiert sich halt so eine Richtung, in die man gehen will, ob das jetzt Fashion oder Fitness ist oder Lifestyle oder sonst was. Und dann zieht man das einfach durch und dann wird man erfolgreich oder nicht. Und was hast du denn so Tipps für die Leute? Immer. Er macht ja auch. Ja, zieh den Mann doch erstmal vernünftig an. Muss ich da auch mal hin? Zu diesem Instagram. Ja, dieses Instagram. Was ist das für ein. Das ist der neueste Scheiß, Mann. Stefan, das musst du machen. Also wirklich. Ja, Alex kann dir auch mal ein paar Posen zeigen. So, Alex, mach mal. Ah, genau, das ist super. So eine. Was so die kleine. Komm, mach mal. Komm. Also, Alex. So, wir machen jetzt nochmal. Wir spielen mal so ein Fotoshooting nach mit dem lieben Alexander. Also, Alex, stell dir vor, ich bin die Kamera. So, auf drei. Eins, zwei, drei. Nee, da ist die Kamera, komm in die Kamera. Da gibt's die Müllmann-Blogger-Pose, nennen wir sie. Okay. Weißt, das ist ein Insider, das ist die hier. Aber die mache ich nicht, das ist so für Fashion-Leute. Okay. Okay, also für Fashion-Leute auf jeden Fall die Müllmann-Pose. Das machen die ganzen Fashion-Leute, ich mach sowas. So, macht mal bitte mit. Jungs, ihr macht mit, also ja, Pierre. Der Stefan und ich, wir probieren das mal. Stefan, jetzt lernt. Ja, genau, jetzt lernt. Ja, bisschen, Alex, korrigier mal, was muss er jetzt machen? Ich kenne mich damit selber nicht so aus, ich sehe es immer nur, keine Ahnung. Ich stehe relativ stabil, ne? Ja, Hüfte locker machen und jetzt ganz langsam schwingen. In die Kamera ganz sexy schauen. In die Kamera sexy schauen. Ja, Leute, ihr merkt schon, was gerade passiert ist. Ne? Der Sven hat Pierre das Mikrofon geklaut und hat jetzt die Show übernommen. Also, ja, das ist Pierre, passiert. Geh an die Bar. Sven macht die Sache. Okay. Nein. Das ist eine Berufskrankheit, dass man das Mikrofon immer selber in der Hand haben möchte. Gell? Das ist mir gegeben, also ich kann dir nichts dafür. So leicht kann man Geld verdienen. Ja, anscheinend. Wirklich, kann man damit Geld verdienen? Ja. Aha. Du hast keine Ahnung, wie viel damit Leute Geld verdienen. Also wirklich? Das ist Wahnsinn. Ja. Absoluter Wahnsinn. Also muss ich es auch machen. Absolut. Ja, also. Geht ihr zusammen, Pierre? Nee, ich mache. Bist du auch bei Instagram? Ja, ich bin tatsächlich. Und, wie läuft's? Super. Ey, ich habe einen blauen Haken sogar. Wirklich? Ja. Das wir alle. Ja, so. Ah, okay. Jetzt kommt ihr. Blauer Haken. Ja, den. Besser als blaue Couch. Das sind dann die anderen Kollegen auf jeden Fall. Wie ist es eigentlich so? Machen wir im Stadion auch Fans zu dir her, die dich bei einem anderen Spiel mal gesehen haben, die dich dann einfach nicht mögen und sagen, hey, Hempel, du Arschloch. Nee, eigentlich nicht, aber ich finde immer, die Fans sind eigentlich relativ nett zu mir. Okay. Ja. Also zum Beispiel auf Schalke sind sie sehr nett. Ehrlich? In Nürnberg sind sie sehr nett. In Regensburg, wobei ich war noch nie im neuen Stadion in Regensburg. Echt nicht? Nein. Muss ich unbedingt nachholen. Auf jeden Fall. Das darfst du nicht zu laut sagen. Ja. In der Continental-Arena, ne? Darf man das sagen? Natürlich, ja, wir sind komplett. Ich war ja damals noch im alten Stadion Prüfing in der Straße. Seit 70 Jahren. Seit 70 Jahren ist er schon da, ne? Ist aber selbst erst 60. Also, kannst du dich erinnern, damals Stadion an der Prüfinger Straße? Natürlich. Als das Wasser noch von der Decke runtergetropft hat und die Menschen in diesem Hochhaus keine Eintrittskarte hatten und trotzdem das Spiel gucken konnten. Ja. Das war noch schön, oder? Ja, das ist noch gar nicht so lange her. Ja, das war wie gestern. Ja. Mir kommt's vor wie gestern. Wie schaut es bei dir aus mit deinen Fans? Weil du warst ja auch in Thailand mit einem Kollegen, auch einem sehr bekannten Instagrammer. Und die haben euch da tatsächlich erkannt, oder wie war das?
Also ich war da mit Joe Lindner, Grüße an Joe, übertrieben krasser Typ. Ja. Mega Shape. Also Hut ab vor allen, die das so krass durchziehen wie er. Ich weiß. Und das war echt verrückt. Also ich habe das überhaupt nicht erwartet. Aber dann haben wir uns in Thailand wirklich, in Bangkok, in Kupangan und so weiter, sind wirklich Leute von zugekommen, sind wirklich teilweise ausgeflippt. So, hey, das ist Joe oder das ist Alex oder sowas. Und die haben wirklich in der U-Bahn teilweise erkannt. Wir standen in der U-Bahn und dann sprechen uns einfach Leute an, weil sie uns von Instagram kommen. Und ich meine, 50.000 Follower ist nicht viel. Wirklich nicht in der... Joe hat ja über 300.000 oder so, ne? Welt. Ja, Joe hat deutlich mehr als ich. Und das ist wirklich verrückt. Wirklich verrückt. Wie viel hast du? Ich glaube 17.000 oder so. 17.000? Ja. Ernsthaft? Ja. Und wenn ich dann bei Instagram bin, dann gibst du mir die 17.000 auch, oder? Kannst meinen Account gern haben. Ich bin ein Shoutout von Pierre van Hoof. Ich einfach nur das Bild aus. Ja, das ist kein Problem. Was, was ich mal einwerfen muss beim Alex ist ja, viele Leute sagen so, ey Mensch, der zeigt nur seinen Sixpack und so weiter, aber tatsächlich... Was, sein Zipfel? Sein Sixpack. Achso, ich hab jetzt also Pierre, ne? Das, wie viel denn machst du das? Aber nee, was man aber auch Hut ab, wo ich den Hut ziehen muss, ist tatsächlich auch Maschinenbau, Master im Maschinenbau. Also das, da werden teilweise Leute auch unterschätzt, wenn man sagt, ey, oben ohne. Also, ja, er ist nicht so wie Mika. Ich tue zumindest so. Er ist nicht so wie Michaela Schäfer, die einfach nur gut ausschaut. Er hat auch was im Kopf, tatsächlich. Ja. Nichts gegen Michaela Schäfer, die ist. Nichts gegen Michaela. Das ist unsere Freundin. Ja, schon da. Das ist eine Freundin von dir, ne? Ja, sehr gut. Gerüchteweise schon Menschen erzählt. Wer denn? Kann ich mich nicht erinnern, aber es gibt Menschen, die haben mir das erzählt. Dass du da gute Kontakte hast. Ja, gut. In die Pornobranche. Ja, da bin ich ganz groß drin. Ja. Was meinst du, wenn ich mich abhänge, ganz ehrlich? Weil er will auch unbedingt mal einen Film drehen, glaube ich. Nee, was ist so bei dir dein Ziel? Weil ich warte ja immer drauf, dass ich um 17 Uhr mal TAF einschalte und dass du dann sagst so, hallo, herzlich willkommen zu TAF, das sind unsere Themen heute. Aber jetzt erstmal Themen in einer Minute oder sowas, was ihr da immer sagt am Anfang. Du, ich sehe das ganze Medienbusiness, der Stefan kann es bestimmt bestätigen, das ist so undurchsichtig. Und ich fühle mich einfach geehrt, dass ich das machen kann, was ich machen darf. Und bei TAF, das ist ja wirklich viel. Also das sind Livestreams im Online-Bereich, auf Red Carpet Events. Dann bin ich wieder als Reporter weltweit unterwegs. Also ich kann mich da wirklich nicht beschweren. Ich bin da überglücklich. Und wenn ein Angebot kommt, wir werden sehen. Also was kommt, das kann man nie wissen, was kommt. Ich wünsche mir, also wenn es jemand von TAF schaut, ich will ihn sehen, unbedingt. Und nicht nur ich, glaube ich. Ja. Das müssen andere entscheiden, aber ich bin erstmal offen für alles und guck's mir an. Aber... ja, wir werden sehen. Gibt's, ja. Über was habt ihr euch gerade unterhalten? Über Instagram. Okay, also ich glaube, dass Stefan Hempel, wir werden jetzt einfach schon mal ausrufen, folgt Stefan Hempel, stefan.hempel.official. Den Account machen wir später. Ja, official ist ganz wichtig. Gibt's irgendwie so Allüren von Stars, die du interviewt hast oder die du kennengelernt hast, wo du sagst, hey, beruhigt euch mal ein bisschen, kommst du ein bisschen runter? Nee, ich bin ja nicht der Erziehungsberechtigte. Ja, das muss cool. Ja dann eher Mama und Papa machen. Also ich lasse dann den Emotionen freien Lauf. Also, nee. Ich bin ja eher nur dafür zuständig, das Sportliche abzufragen. Du bist ja eigentlich, du warst lange Zeit hier in Regensburg. Was sind so deine Erinnerungen, wenn du noch welche haben sollst, weil du warst ja auch immer krass viel feiern an Regensburg? Regensburg ist eine super Stadt, also lustig ist ja, also ich kann mich an die Galerie noch erinnern, ja an die Würfelspiele mit dir, ich kann mich an die Osteria erinnern, weil mein Kumpel, der ist mittlerweile dadurch Multimillionär geworden, ja, durch die Osteria, hat in Regensburg mit einer der ersten Restaurants... Ja, war sogar die erste. In Nürnberg war die erste natürlich, auf mittelfränkischem Boden, in der Pirkheimer Straße, ich weiß es genau. Okay. Und als ich dann nach Regensburg kam... hat er quasi dort die Losteria eröffnet. Da waren wir ja mindestens zweimal die Woche in der Losteria. Ja. So, wen suchst du? Das sind meine Erinnerungen. Und, ich glaube, der sucht auch gerade deine Erinnerungen. Und ich wohnte im Sorath-Inselhotel. Als ich hierher gefahren bin, gab es sogar noch einen alten Wegweiser hier. Das ist gleich um die Ecke. Ja, ne? Ja, und tolle Partys. Susi Wong sagt mir noch was. Ja. Wie ist dieses Café? Felix, oder? Susi Wong war halt damals auch noch richtig cool, wie du hier feiern warst. Ja, ne? Und Nachbarschaft. Ja. Ich habe immer gesagt, du, ich bin du. Dann war ich drin und habe sogar noch ein Freigetränk bekommen. Ja. Ja, und die Sendung war auch ganz cool. Also war Gong FM stärkste Zeit, ne? Ja, absolut. Ja. Was verbindest du mit Regensburg? Du bist ja mittlerweile in München. Also ich finde es immer wieder sau geil, wieder herzukommen, mal einfach wieder bekannte Gesichter zu sehen, weil in München verläuft sich das doch alles sehr. Ich meine, man hat zwar ja doch seinen festen Freundeskreis und man kennt immer wieder Leute, wenn man irgendwo hingeht, aber in Regensburg, wenn du die Straßen läufst, ist echt... wirklich angenehm, wirklich mal da sich zu jemandem. Und erkannt zu werden und so, wenn ich nicht ich bin, hier bin ich noch daheim. So ist es ja gar nicht, aber ich meine, es ist echt cool, weil man halt wirklich aufgewachsen ist hier und jeden zweiten Menschen kennt und es mal
hier durch, oder? Bitte? Ist geil. Ist mega geil. Regensburg ist die schönste Stadt überhaupt. Hey, ich sag vielen, vielen Dank, dass ihr da wart bei mir hier. Dank dir. Dankeschön. Und jetzt erstmal noch was und trinken wir noch was. Und ich schaue. Schon, oder ja, das war's jetzt schon, weil ich hole jetzt. Keine unbequeme Frage mehr. Nee, von mir eh nicht. Ich hole jetzt hier mal kurz den Chef. Ihr könnt schon wieder in die Bar gehen. Ich hole mal kurz. Ich brauche mal kurz. Ihr könnt euch schon mal. Den möchte ich jetzt mal. Er weiß jetzt davon nichts. Ihr könnt schon mal an die Bar gehen, weil dem ist es immer sehr, sehr unangenehm, wenn er vor die Kamera muss. Aber ich wollte jetzt dich einfach mal zum Abschluss jetzt von Duldigbau herholen. Und dir einfach mal persönlich sagen, vielen, vielen Dank, dass du das hier alles mitmachst, dass du uns aushältst und dass du uns einfach auch alles erlaubst. Also ich muss auch Danke sagen, vor allem an dich, Per, und an HC und natürlich an Riffert, denn die jemand sieht, vielleicht kriegen wir es mal hin, dass die Kamera auf ihr malt. Machen wir ein eigenes Lebensmodell. Ja, komm mal, wir holen ihn mal. Das ist nämlich der Mann, der immer hinter der Kamera ist und später auch beim DuldTV-Quiz auch noch mit dabei ist. So, jetzt kommen wir mal ganz kurz her. Und das ist ein Riesentyp, das ist der Mann, der immer hinter der Kamera. Also Leute, das ist unser Riffert, das ist der wichtigste Mann, also nach dem Bär. Und natürlich er mal, ne? Er ist ein Wahnsinnstyp, der ist ein bisschen größer wie mir, aber auch gut. Aber der Riffert macht die geilen Bilder und die geilen Aufnahmen, lässt sich immer wieder was Neues einfallen. Auch mit dem Quiz oder mittlerweile rennt er mit so einem langen Stab rum, dass ihr von oben seht. Echt top. Danke nochmal. Ja. Und wir haben ja tatsächlich schon für die ersten 4 Sendungen schon über 53.000 Aufrufe. Und das ist in Zeiten, wo Facebook die Reichweite immer mehr einschränkt. Eigentlich unglaublich, oder? Ja, ich finde es Wahnsinn. Aber das auch wieder, es habt nicht nie gemacht, das macht ihr mit eurer Show und mit euren Ideen und so. Ich unterstütze das. Okay, es war mal meine Grundidee, aber ihr lebt es und das ist super. Danke dir, Alfred. Mach's gut. Wir sehen uns später noch. Und das SulTV Quiz gibt es natürlich auch heute noch. Da werden wir uns jetzt gleich reinbewegen und bis dahin. Macht hier ein bisschen Pause, wir trinken noch was und dann sehen wir uns gleich nochmal hier live aus dem Glöckelzelt. So, letzte Ausgabe heute von DuldTV Quiz. Und wir starten heute mal im Biergarten, weil das Wetter ist noch wunderschön. Und schauen wir mal, wer hier sich so rumtreibt. Und dann gehen wir natürlich wieder rein ins Zelt. Die Stimmung ist super. Und dann werden wir uns mal überlegen, was da heute wieder für schwierige Fragen ankommen. Ich glaube, da vorne, da ist doch was Schönes. Da können wir doch mal, hallo. Hallo. Möchtest du mitspielen beim DuldTV-Quiz? Nein, danke. Warum denn nicht? Weil ich, okay, dann gehen wir mal da einfach rein und suchen uns doch mal spontan da irgendwelche Leute raus. So, ich glaube, die Herren nehmen wir doch jetzt gleich mal hier. Da sind wir doch jetzt hier mal schön. So. Vielleicht gehst du da rüber, dass wir die beiden hier sehen. So, was war denn das für ein Tier davor? Bullet Perk! Okay, wer seid ihr? Bin der Olli. Du? Bin der Robin. Wo seid ihr her? Aus Rengsburg selber. Okay, du auch, oder? Ich bin aus München. Okay, darfst du trotzdem mitspielen? Wir spielen jetzt um einen Gutschein, um einen Biergutschein. Jawohl, sauber. Wenn um zwei, ich muss auch einen haben. Wenn um zwei. Ja, okay, aber dann wird ja halt die Frage schwieriger. Ja, ist egal. Okay, alles klar, gut. Zwei Gutscheine setzt ihr. Ich hoffe, ihr wisst jetzt auch die Antwort. Und zwar, seit welchem Jahr gibt es denn DuldTV? Oh, leck. So, jetzt habe ich dich überrascht, gell? Du hast gesagt, ich frage dich, wie lange gibt es das Glöckelzelt? Das hätte ich gewusst, 80 Jahre. Ja, aber das war jetzt nicht die Frage. Ich schätze mal, seit 4 Jahren. Seit 4 Jahren, was sagst du? 7 Jahren, sage ich. Das ist schon mal falsch. Okay. Und es sind 3 Jahre. Aber ich lass 10. Ja, ja, gut, einen kriegst du. Und du bist halt selber schuld, wenn du aus München kommst. Ja, woher soll ich es wissen? Frag mich was nach München. Das T-Shirt ist aber geil. Bierkönig ist mein Leben, oder? Bierkönig ist mein Leben, Malle generell. Dann will ich auch nicht weiter schön. Essen ist super, oder? Essen ist Pulleberg. Pulleberg, okay. So, jetzt gehen wir rein. Vielen Dank, Jungs. Jetzt gehen wir rein ins Zelt. In die Höhle des Löwen. Wir gehen am besten darum, da ist ein bisschen weniger los für dich, oder? Dass wir da auch gut durchkommen und dann hier direkt ins Zelt gehen. Und ich freue mich jetzt natürlich schon auf. Das ist ein bisschen wie Walking Dead manchmal, gell? So, wenn Leute hier da vorbeikommen. So. Okay. Dann gehen wir rein ins Zelt. Und werden uns mal schauen. Die Stimmung ist natürlich heute wieder
unglaublich. Die Gipfelstürmer sind heute hier im Zelt. Das ist eine hervorragende Stimmung. Und jetzt schauen wir uns mal, wen wir da uns als erstes nehmen. Schauen wir mal, ob ein paar coole Mädels heute auch natürlich im Zelt sind. Und dann so. Ja. Hi, wer bist du denn? Jessica, Alex' Freundin. Möchtest du mitspielen beim Duld-TV-Quiz? Bei was? Beim Duld-TV-Quiz. Was ist das? Ich stelle dir jetzt eine Frage und du kannst ein Bier gewinnen. Okay. Super. Schau mal, wir sind jetzt gerade live, ja? Echt? Ja. So. Ja. Okay, pass auf. Ganz einfache Frage am Anfang. Seit wie vielen Jahren gibt es denn das Glöckl-Zelt? Oh, 81 Jahre. Das nee, das ist, was sagst du? 81. Das ist richtig, du kriegst einen Gutschein. Ja, Mann. Ja. Yeah. So, geil. Einmal die Kamera winken. Ja, yeah. Alle grüßen so, wunderbar. Okay, vielen Dank. Bitte schön, ja. Also, ihr merkt schon, es wird heute wieder richtig wild. Du hast uns eine Frage gestellt. Ich suche mir die Leute immer selber aus. Die sich selber vorstellen, die nehme ich immer leider nicht. Ja, ist so. Ich suche mir die immer selber raus. Aber geh jetzt mal ein bisschen vor, vielleicht kommen wir dann gleich nochmal. So, okay. Nice try. So, wir schauen mal wieder weiter hier. Hier, schauen wir mal in die Reihe. Da sind ein paar Mädels. Geh doch bitte vor. So. So, schauen wir mal. Hallo! Hi! Wer bist du? Bitte? Wer bist du? Ja, Diana! Möchtest du mitspielen beim Duld-TV-Quiz? Beim Duld-TV-Quiz, da kannst du jetzt ein Bier gewinnen. Oh, ich trinke kein Bier, nein, Schorle! Kriegst du für den Gutschein bestimmt auch. Drehen wir uns einmal um. Kriegst auch eine ganz einfache Frage gestellt. Und zwar, welches Fahrgeschäft ist denn direkt vor dem Glöckl-Zelt? Was? Welches Fahrgeschäft ist direkt vor dem Glöckl-Zelt? Ich darf mich immer noch nicht wecken, entschuldige bitte. Welches Fahrgeschäft ist direkt vor dem Glöckl-Zelt? Welches Fahrgeschäft? Ich weiß es nicht. Das ist Karussell, oder? Karussell kann ich leider nicht sehen lassen. Das wäre das Riesenrad gewesen. Nein, ich doch. Okay, aber danke fürs Mitspielen, ja? So Allgemeinantworten sind immer super. Dann machen wir doch da gleich weiter, oder? Hi, wer bist du? Pia. Und du? Ja, Tim. Pia und Tim, wollt ihr mitspielen? Hallo. Ja. Wie heißt denn die Sendung? Duld-TV. Ja, schau, der kennt sich auf jeden Fall aus. Das war natürlich noch nicht die Frage. Hey, pass auf. Welches Bier wird hier ausgeschenkt? Bischofshof. Ja, Bischofshof. Das ist richtig. Hey, du hast gewonnen. Yeah. So, herzlichen Glückwunsch. Deonka. Das ist unglaublich. Die Stimmung ist wieder. So, gehen wir weiter. Hallo. Wer bist du? Ich bin Manny Gates und bin von den Cosmos Ladies! Woo! Die Cosmos Ladies? Ja! Woo! Okay, magst du Bier gewinnen? Ja, gerne! Okay, seit wie vielen Jahren gibt es das Glöckl-Zelt? Alter! Ja, okay, dann mag ich Quark Bier gewinnen! Komm! Alter. Okay, es dauert leider zu lange. Seit über 80 Jahren. So. Das dauert natürlich zu lange, ja, man muss jetzt mal schauen, wechseln wir mal ein bisschen die Reihe und schauen mal, wer da als nächstes mitmacht. Man merkt einfach schon, die Stimmung ist heute wieder so unglaublich. Da rein. Hallo. Hallo. Möchtest du beim Duld-TV-Quiz mitspielen? Nee, ich glaube nicht. Aber du kannst ein Bier gewinnen. Das kann ich eh nicht trinken. Warum nicht? Weil ich nichts vertrag. Okay. Aber danke. Sehr gerne. So, jetzt wurde mir vom AJ Glöckl, wurde mir das Cap geklaut. Vom Wurm vom Festzelt. Hey, an dich habe ich auch eine Frage. Aber ich glaube, die kannst du nicht beantworten. Welche kann ich nicht beantworten? Ist ein bisschen schwierig. Was ist so schwer? Ich kann alles. So. Du kannst alles. Okay, pass auf. Seit wie vielen Jahren gibt es denn Duld TV? Ich kann das. Das hier ist das sechste Jahr. Ja. Also, wir haben die siebte Staffel jetzt. Das heißt, pro Jahr gibt es zwei Staffeln. Das heißt, im dritten Jahr. Kriegst leider keinen Gutschein. Schade. Musst du dein Bier kaufen, gell? Ich habe schon eine Moderatorin abgezählt, die du schon verbraucht hast, leider. Das waren tatsächlich schon sieben Stück. So, gehen wir weiter. Ja. Servus. Wir haben Servus. Wer ist der Idiot? Die drei. Was? Okay, es geht jetzt um einen Gutschein für ein Bier in der Krügelbar. Okay? Das Glöckl gibt es seit über 80 Jahren. Das habe ich doch gar nicht gefragt. Ach so, okay. Also es gibt es auf jeden Fall seit über 80 Jahren.
Das wissen wir ja mittlerweile, deswegen stelle ich jetzt die Frage auch schon gar nicht mehr. Aber, pass auf, ich habe vorhin schon die Frage gestellt, seit wie vielen Jahren gibt es denn Duld-TV? Gib uns einen Tipp. Was sagst du? Drei. 3 Jahre? Ja. Richtig. Ja, Mann! Bitteschön! Ja, er hat gewonnen. Bester Mann, bester ja. Mann. Dankeschön, viel Spaß. So, wie heißt du? Das machen wir nicht. So. Okay. Ah, es ist unglaublich, die Stimmung hier heute. Jetzt suchen wir mal wieder ein paar Mädels. Hallo, ihr seid bei Duld-TV jetzt. Live! Geht's euch gut? Ja, schon. Ja. Wie heißt ihr? Selina. Du? Emma. Selina und Emma, wollt ihr ein Bier gewinnen? Bitte? Möchtest du ein Bier gewinnen? Ja, natürlich. Okay. Welches Bier wird denn hier ausgeschenkt? Bischofshof. Das ist korrekt. Bitteschön. Viel Spaß. Sehr schön. So leicht geht es. Und da merkt man ja, dass die Leute mittlerweile Duld-TV sich auch anschauen, weil jeder weiß ja mittlerweile die Antwort. Wow. Ohne dich komme ich heute Nacht nicht an. Also man merkt, die Stimmung ist hier unglaublich. Mein Cap ist mittlerweile das dritte Mal weg. Ich bin jetzt quasi hier oben ohne. Wir schauen mal rein. So. Wir schauen mal ein bisschen weiter. Auch wenn wir das Cap nicht mehr finden, jetzt gehen wir noch mal ein bisschen weiter. Wundervolles Pärchen, wundervolles Pärchen. Ja, die beiden. Wir sind gerade live. Die beiden. Hi. Möchtest du beim Duld-TV Quiz mitspielen? Was möchte ich? Beim Duld-TV Quiz mitspielen. Ja. Ich habe ein bisschen Haare von dir im Gesicht, aber ist nicht schlimm. So, pass auf, ganz einfache Frage. Seit wie vielen Jahren gibt es denn das Glöckelzelt? 7. Seit 7 Jahren? Ja. Sicher? Ich weiß es nicht. Ja, fast. War ganz knapp. Seit über 80 Jahren. Ist nicht schlimm. So. Ja. Es ist unglaublich heute. Hier die Stimmung ist, so weiter man vorkommt, umso wilder wird es hier alles. Gehen wir mal zu den beiden Mädels. Hallo. Wer seid ihr? Ich bin die Theresa. Julie. Wollt ihr einen Gutschein für ein Bier gewinnen? Ja. Okay. Also, ganz einfache Frage, welches Bier wird hier ausgeschenkt? Festbier? Festbier? Was sagst du? Festbier. Festbier. Ich suche aber die Biermarke eigentlich. Bischofshof. Ja, hey, das ist so. Bitteschön. Ein für dich. Ein für dich. So, hast du eigentlich gesehen, wer mein Cap geklaut hat? Ja. Irgendwo hin. Ja, okay. So. Das ist es nicht, aber wir schauen mal ein bisschen weiter. Sorry. Tragen wir uns mal. Hallo! Duld-TV! Live! Wir sind gerade live. Was soll ich denn sagen? Muss mir nur eine Frage beantworten und dann kriegst du ein Bier. Ja! Ja, ja, ja. Okay, pass auf. Seit wie vielen Jahren gibt es ein Duld-TV? Ja, seit 7 Jahren. Ja, seit 3 Jahren tatsächlich. Ich schau von dir. So. Gehen wir mal ein bisschen weiter. Du bist zu klug für das Spiel. Du bist zu klug, ja, wirklich. Nein, das ist so. Okay. Wollen wir mal da rein? So. Wenn du mich haust, dann musst du auch was sagen. Wir sind jetzt gerade live. Ja, dann musst du warten, bis ich fertig bin. Ja. Wir sind gerade live. Ja. So, okay. So, dann. Hallo. Schauen wir da rein oder wo wollen wir? Okay, alles klar. Oh Gott, okay. Servus! Servus! Magst du was sagen? Ja, erzähl! Ja, nee, du hast ja Servus. Mit einem Biergutschein! Ja, ich suche mir die Leute immer selber. Die sich dann immer selber einladen, das ist meine. Ich mich aus! Hey, hey, das war's. Wow, mir geht das gut, das ist da ist mir, Alter, das ist krass hier heute. Die erste Reihe ist krass, okay, wir gehen ein bisschen weiter raus. So. Wow, 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 wow. So, ey! Ja, wer bist du? Schwarze Maximilian! Ja, Maxi, geht's dir gut? Frage! Dann schrei mal so laut, wie du kannst. Ja, Mann!
Okay, pass auf, du kannst jetzt das letzte Bier gewinnen, okay? Ja, mein Sport, pass auf, voll geil. Pass auf. Und zwar, seit wie vielen Jahren gibt es das Glöckl-Zelt? 81. Erste Frage. 81 oder so. Ja, ist richtig. Ja, Mann. Das war's. Ja. Ja. Freu dich nochmal die Kamera hier. Oh, ja. Yeah. Okay, okay. So. Wow, wow, wow. Heute war's das jetzt mit Duell TV. So. Und ich würde sagen, wir verabschieden uns jetzt von der Bühne oben. Gehen nochmal hoch. Und sagen dann einfach so, das war's mit Duell TV. Dann gehen wir hoch, jetzt hier. Wir sind quasi jetzt hier, quasi live bei Duell TV. Wir sind jetzt gerade live. Schauen wir mit. Okay. So, jetzt schauen wir mal vor. So. Dann gehen wir mal zum David, der gerade singt. So. So. Und das ist unglaublich, wenn man mal sieht, was hier los da ist. So, es ist wirklich unglaublich, was hier los ist. Falster! Ja, auf jeden Fall! Echt super! Ja. Auch? Ja, super! Okay. Jetzt werden wir natürlich dann mal gleich hier uns den David dann auch mal schnappen, der hier gerade singt. Von den Gipfelstürmern, die wirklich hier unglaublich performen. Und es ist so unglaublich heiß. Und irgendjemand hat mein Cap geklaut. Ich bin immer noch ein bisschen traurig geworden. Geht's euch gut? Ja! Dir auch alles gut? Ja! Magst du die Gipfelstürmer? Ja, super! Die Stimmung ist auch super. Jemand? Ich bin absolut sprachlos, was hier für eine Stimmung herrscht im Glöckl-Zelt mit den Gipfelstürmern. So. Ich glaube, der Song ist gleich fertig und dann schnappen wir uns kurz den David. Oh, es ist so unglaublich heiß. David, ganz, ganz kurz. Musst du gleich weitermachen? Einen hat er noch, einen Song hat er noch. Okay. Ich glaube, das kann man immer abwarten. Aber auf jeden Fall sage ich an dieser Stelle vielen, vielen Dank für die vielen, vielen Zuschauer. Über 53.000 Klicks bisher. Die Sendung heute haben wir noch gar nicht mitgezählt. Ich möchte mich bei jedem bedanken, der hier beim Duell TV Quiz mitgemacht hat, der das hier möglich macht. Es war eine hammergeile Staffel. Im Herbst geht es schon weiter. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns ganz, ganz bald wieder. Servus! So, wir sind jetzt bei den Gipfelstürmern auf der Bühne, haben uns einfach frecherweise hochgeschmuggelt. Was ist das für ein Wahnsinn mit dir immer auf der Null? Ich liebe das Bier, ich liebe die Leute, ich mag die Atmosphäre. Und gut, wir fangen sehr früh an, halber sieben ist sehr früh am Abend. Aber um 8 Uhr haben wir nicht, sind wir alle beieinander. Partystimmung und so mag ich's. Das ist saugeil. Also du reißt ja das Zelt ab wie kein anderer. Wie, ja doch. Ich habe ja sehr viele Bands hier auch gesehen. Drehen wir uns mal kurz um, dass wir jetzt das Publikum auch mal sehen, was hier im Hintergrund abgeht. Wie motivierst du dich da immer selber, dass du da immer so eskalierst auf der Bühne? Ich habe immer Angst, dass du einen Herzinfarkt hast. Oh. Ja, da gebe ich dir recht. Also ich bin jemand, der motiviert sich dahin, weil ich Freude habe an der Musik zum einen. Ja. Und natürlich trinke ich auch ganz gerne Bier. Aber ich bin kein Alkoholiker. Ich trinke die ganze Woche nichts. Aber wenn ich fort bin, trinke ich wahnsinnig gern mal. Und ich stehe dazu, mir ist die Scheiße gut. Das mache ich ja, das mache ich genauso. Genauso machen wir das und das ist genau richtig. Ich finde es saugeil, dass du Zeit nochmal hast für uns. Ich glaube, deine Fans warten wieder. Danke, dass du jedes Mal hier so eine geile Party machst. Dankeschön. Ich bedanke mich auch. Und jetzt trinke ich auf euch. TV, Prost. Duell TV.
Danke und auf die Gipfelstürmer. Unglaublich. Wir sind raus. Das war's mit Duld TV für diese Staffel. Auf Wiedersehen. Duld TV.